Strukturtapeten, wie zum Beispiel Profiltapeten, versprechen eine echte dreidimensionale Wirkung. Worauf aber bei ihrer Verarbeitung zu achten ist, zeigen wir in diesem Video. Bevor wir mit dem Tapezieren beginnen können, sorgen wir aber für einen makellosen Untergrund. Dazu gehört das Spachteln und Grundieren der Wände. Wie das im Einzelnen geht, zeigen die verlinkten Videos. Ist das geschehen, messen wir als erstes die Wände aus. Denn dann sind sowohl die Breite der Wand wie auch die benötigte Tapetenlänge bekannt. Wir übertragen die Länge der Tapete auf die erste Bahn und schneiden die Tapete mit dem Cutter ab. Da diese Tapete über einen Rapport und einen Versatz verfügt, legen wir der Einfachheit halber die zweite Bahn neben die erste und schieben die Tapete zurecht. Dann längen wir auch die zweite Bahn ab. Auf dieselbe Weise schneiden wir alle weiteren Bahnen zu. Um den Kleister anzurühren, legen wir 3,5 Liter Wasser in einem Anmischeimer vor und streuen den passenden Kleister, hier einen Fließtapetenkleister, vollständig und unter ständigem Rühren langsam ein. Nach 2 Minuten Rühren lassen wir den Kleister für weitere 15 Minuten quellen. Dann rühren wir den Kleister einmal kurz auf und tragen ihn mit einer Malerwalze an der Wand auf. Der Kleister wird dabei sehr gleichmäßig aufgetragen. Bei Außenecken legen wir noch etwas Kleister nach, damit die Tapete beim Einlegen auch gut hält. In diesem Fall beginnen wir am Außeneck zu tapezieren. Wir legen die Tapete ein und lassen sie einige wenige Zentimeter überstehen. Je schlechter die Ecke, umso weniger sollte die Tapete überstehen. Dann kontrollieren wir die senkrechte Ausrichtung der Tapete mit der Wasserwaage. In jedem Fall besser wäre es gewesen, wenn wir vorher das Lot mit einem Stift auf der Wand eingezeichnet hätten. Ist die Tapete im Lot, drücken wir sie mit einer Andrückwalze fest. Achtung bei Prägetapeten, diese dürfen nicht mit der Andrückwalze bearbeitet werden. Profiltapeten hingegen schon. Oben und unten drücken wir die Überstände der Tapete fest in die Ecken der Wand und schneiden diese mit einem Cutter gerade ab. Danach legen wir auch die Ecke um und kleistern gegebenenfalls nach. Die zweite Bahn legen wir nahtlos an die erste Bahn an und versuchen Stoß auf Stoß zu arbeiten. Wir schieben, ziehen und drücken. Danach pressen wir die Tapete mit der Moosgummiwalze wieder fest an die Wand und kümmern uns mit dem Nahtroller um die Ecke. Alle weiteren Bahnen werden auf die gleiche Weise tapeziert, bis der Raum oder die gewünschte Wand vollständig tapeziert ist. Dann ist es geschafft und die Tapete klebt. Wow, das sieht echt aus wie im Dschungel. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Nicht vergessen, Dalbook abonnieren.